Ich habe nämlich ein Kind. Was denn? Und das sagen Sie mir erst jetzt? Maximilian, ich bitte Sie dafür zu sorgen, dass Sie nicht mehr mit Sexualdelikten befasst werden. Ich habe noch nie ohne Sandra Urlaub gemacht. Nein, nein, Sie haben mich missverstanden. Ich meine natürlich einen Urlaub zu dritt. 2 oder 3 Wochen, in denen man sich sozusagen auf familiäre Art kennenlernen könnte. Das wäre doch auch für das Kind wichtig, denke ich. Gibst du mir einen Kuss? Wie lange willst du mir eigentlich noch vorschreiben, wie ich zu leben habe? Sie wird schon wieder auftauchen. Fass mich nicht an! Sandra, würdest du dich jetzt bitte zusammennehmen? Was sollen denn die Leute denken? Ist mir scheißegal, was die Leute denken! Mami! Mami ist dein... Er hat über einen Zeitraum von mindestens 2 Jahren hinweg sexuelle Kontakte zu seiner Tochter gesucht, die zu Beginn dieses Zeitraums 11 Jahre alt war. Videos zu betrachten, die nach Aussage des Angeklagten Familien- und Urlaubsfilme sind, aber nach Auffassung des Gerichts eindeutig pornografischen Charakter haben. Für den Fall einer Verurteilung die Vollstreckung der Strafe zur Bewährung auszusetzen. Solche Gefühle darf sich ein Richter eigentlich nicht erlauben. Nicht im Amt, meine ich. Er soll ja ganz objektiv die Fälle beurteilen, über die er zu entscheiden hat.